Hallo und herzlich willkommen zu meiner Kritik bzw. zum Review vom Vivo X Fold nach 3 Wochen Nutzung. Und ich bin verblüfft. Das ist das geilste faltbare Handy, was es gerade gibt. Und Samsungs Galaxy Z Fold 4, was demnächst rauskommt, nächsten Monat? Ja doch, nächsten Monat kommt er schon raus. Das wird da auch nicht rankommen. Also die Specs sind ja schon größtenteils geleakt. Samsung wird gegen dieses Handy hier echt abkacken mit dem Fold 4. Und sein, ich glaube in jeder Hinsicht. Ich werde nochmal dazu ein extra Video machen. Irgendwann, aber so viel erstmal dazu. Ey, das ist der Wahnsinn. Das ist so ein gutes Ding. Es macht alles, was alle anderen Hersteller nicht gemacht haben, ne? Es behandelt das Außendisplay nicht als schlechteres Display, sondern das ist einfach gleichwertig. Dieses gleiche Bildwiederholrate, das ist unglaublich geil. Alles hier ist so gut. Ich habe hier mal zum Vergleich das Xiaomi Mi Mix Fold. Und wenn man jetzt mal beide... Ich versuche schon Fingerabdruck nicht. Ich bin schon so daran gewöhnt, im Display das zu entsperren. So. Wenn man das jetzt mal vergleicht... Ich denke, man kann sich schon ausmalen, welches nutzbarer ist von der Breite und so. Also, wenn ich das jetzt mal so nebeneinander lege, ich kann ja auch das Oppo dazu legen. Das ist jetzt aus, weil ich Idiot habe vergessen, das zu laden. Aber gut, muss ja nicht geladen sein dafür. Das ist schon so stufenweise nach oben. Wow. Also man sieht schon, das Oppo ist zwar auch übelst gut, aber es ist halt nicht so hoch. Und tatsächlich mochte ich das auch an dem Oppo immer, weil es einfach so ein kleines, schlankes Handy ist. Das ist von der Größe wie ein iPhone Mini tatsächlich. Das war ja ziemlich genauso groß. Wenn man es aufklappt, ist es schon direkt im Tablet-Modus, weil es halt direkt breiter als hoch ist. Und das fand ich immer ziemlich geil. Und dann habe ich das bekommen. Beziehungsweise ist es angekommen. Und ich muss schon sagen, das ist deutlich cooler. Das ist richtig gut. Hier sieht man es nochmal im Vergleich zum Xiaomi. Das ist zwar nicht so hoch wie der Xiaomi, aber es ist breiter. So, das sieht man, denke ich, ganz gut hier. Natürlich, der Xiaomi ist immer noch ein übelst geiles faltbares Handy. Vor allem jetzt für den Preis, wo es das gerade für gibt. Ich kann mal gerade danach schauen. Hier, das lädt gerade. Aber der Preis müsste immer noch ziemlich gesunken sein. Also der Deal, zu dem ich mal ein Video gemacht habe, ich glaube, der ist tatsächlich sogar immer noch da. Vielleicht ist es einfach jetzt der neue Preis. Keine Ahnung, ob der Deal überhaupt nochmal weggeht. Wieso lädt das jetzt nicht? Jetzt lädt's. Ja, also der Deal ist immer noch da. Das ist für die 512 GB Variante. 1300 Euro für das Ding ist schon echt Hammer. Also ich würde immer noch das hier tatsächlich mehr Leuten empfehlen als das hier, einfach weil das hier so teuer ist und das hier auch ein übelst gutes haltbares Handy ist und halt billiger ist. Ich glaube, deswegen würde ich das hier vom Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich das, glaube ich, mehr empfehlen. Und ich kann auch sagen, die Batterie auf dem Xiaomi ist ein bisschen besser als auf dem Vivo. Tatsächlich. Die Batterie ist größer und deswegen hält es auch länger. Aber gut, kommen wir nun zum Vivo. Beziehungsweise eine Sache will ich noch vergleichen hier mit dem Oppo. Und zwar beide nutzen eine gleiche Technologie für das Scharnier, für den Knick in der Mitte. Nämlich, wenn man das zusammenklappt, wird das zu so einem Wassertropfenformat drin. Das sieht man da so ein bisschen hier drin. Ja, das fokussiert nicht, aber... Jedenfalls wird das so ein bisschen zu Wassertropfen, dass der Knick halt nicht so scharf ist wie beim Xiaomi oder so. Aber hier ist es deutlich sichtbarer als beim Oppo Find N. Beim Oppo Find N, man sieht zwar schon, wenn ich das hier so ins Licht halte, aber man fühlt es kaum. Und hierbei dann halt schon wieder. Also, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht schlimm. Aber es gibt ja Leute, die stört das in der Mitte. Und ich glaube, da ist dann das doch ein bisschen krass. Gut. Also, der Akku bei dem Ding ist fantastisch. Ich kann da echt nicht meckern, das hält richtig lang. Diese dynamischen Effekte, die das Ding hat, ist
übelst cool. Ich meine, schaut euch das an. Das ist halt, okay, das ist jetzt weißer Hintergrund, deswegen sieht man das vielleicht nicht ganz so geil. Aber das zeigt halt so, sobald ich das verstanden habe, zeigt das wirklich das Wetter an, wie das Wetter gerade ist. Und das würde zu dem Wetter, wie es gerade bei mir ist, auch passen. Und sobald es Nacht wird, das kann ich jetzt hier nicht zeigen, weil ich das gerade am Tag filme, sobald es Nacht wird, werden hier oben so Sternenhimmel angezeigt und das Ganze, der ganze Hintergrund wird auch ein bisschen dunkler. Kann einen stören, kann einen nicht stören, weiß ich nicht. Ich finde das geil. Finde ich total cool, dass das so ist, wie es ist. Da wird man sich jetzt fragen, was ist denn das? Darauf werde ich später nochmal eingehen. Erstmal gehe ich nämlich nur auf das Handy ein. Für die Farboptionen von dem Handy gibt es halt schwarz und blau. Und ich habe natürlich das Blaue genommen, also guckt euch das an, das sieht so gut aus, diese Lederrückseite. Das ist richtig cool. Das fühlt sich richtig, richtig gut an, auch in der Hand. Ich habe das viel lieber ohne Hülle als mit Hülle, aber ich habe halt Angst, gerade weil das Leder ist, dass es irgendwie verschmutzt und sich dann verfärbt oder sowas. Keine Ahnung, ich habe es dann lieber doch mit Hülle, auch wenn es ohne Hülle deutlich, deutlich geiler ist. Und das Handy hier in Deutschland zu nutzen, funktioniert tatsächlich super, also Gesichtsentsperrung. Es ist tatsächlich deutsch, wenn ich mal in die Einstellung gehe, man sieht, das ist deutsch hier. Und das finde ich schon übelst geil, weil das Xiaomi und das Vivo, das Xiaomi und das Oppo, sorry, die haben keine deutsche Sprache. Und das ist schon ziemlich cool, das hier zu haben. Aber man merkt schon, das Handy ist ziemlich tauglich so für den Gebrauch in anderen Ländern außer China. Ich muss jetzt kurz hier meine Notizen wieder anmachen, weil das Handy gerade ausgegangen ist. Wo ich meine Notizen drauf habe, was ich hier alles berede. Also das ist schon ziemlich cool. Die Software ist auch übelst gut. Also ganz ehrlich, ich werde dieses Video eigentlich nur das Handy loben, wahrscheinlich. Ich habe auch eigentlich nichts Negatives, weil ich hierzu sagen kann, jetzt wo ich so darüber nachdenke. Auch die Schutzfolie so nach 3 Wochen. Oder 2 Wochen, ich weiß nicht, wie lange ich schon die Mathe-Schutzfolie jetzt drauf habe. Aber die sieht immer noch super aus. Das kann ich beim Xiaomi jetzt zum Beispiel nicht sagen. Wo sich hier solche Blasen bilden. Hier sieht man das, denke ich, ganz gut. Also, gut, hier hält sie irgendwie deutlich besser. Vielleicht auch, weil das hier in diesem Bereich nicht so strapaziert wird, die Schutzfolie, weil es halt nicht so ein scharfer Knick ist. Aber gut, keine Ahnung. Der Preis für das Ding ist natürlich, habe ich bei 1600 Euro waren es, glaube ich. Das ist schon ganz erbrocken, also das ist schon teuer. Ich glaube auch, das Samsung Galaxy Fold 4 wird ein bisschen billiger oder genauso teuer, bin ich mir nicht 100% sicher. Es soll ja, denke ich, wieder ein bisschen billiger werden als beim Fold 3. Die sinken ja den Preis jedes Jahr so ein bisschen. Aber ich glaube, selbst wenn das billiger ist als das hier, würde ich immer auch das hier allen Leuten empfehlen. Die Kameras, ich hatte noch nie so geile Kameras auf einem Smartphone und die sind einfach so fantastisch. Ich habe da jetzt, kann ich mal gerade raussuchen, ich habe da schon einige Bilder mitgemacht. Moment, hier, guck mal, das ist eine Aufnahme mit der Mondfunktion. Und das ist einfach mit 60-fach Zoom rangezoomt und der Mond halt so extrem detailliert. Guckt euch das an, das sieht so gut aus. Ich muss halt, das ist halt wegen dem Licht hier ein bisschen blöd jetzt. So kann man das ganz gut sehen. Und das sieht so gut aus, also, Moment, ich kann auch mal andere Bilder zeigen hier. Hier ein Gebäude, was ich fotografiert habe. Also die Qualität ist übelst gut, muss man schon ganz klar sagen. Oder hier die Schildkröte, also eine der Schildkröten von meiner Freundin, die sie einen ganz süßen Blick mir gegeben hat. Ist schon echt cool hier. Jetzt muss ich mal gucken, was ich hier noch so zeigen kann. Hier ist mein Leopardgecko. Und das ist auch ein richtig gutes Bild geworden. Ich glaube, das war die Makrofunktion, die gerade aktiv war, als ich das gemacht habe. Und guck mal, wie scharf das hier alles ist. Das ist schon krass. Ich kann auch schon sagen, die Makrofunktion auf dem Handy ist aber nicht so geil wie auf dem Xiaomi, weil hier geht sie nochmal deutlich näher an das fotografierte Objekt dran, als bei dem Handy. Aber trotzdem, das ist auch immer noch übelst gut. Guckt euch das an, das
Die Qualität ist schon echt der Wahnsinn. Kann man nicht anders sagen. Oder auch hier. Der hat sie auch schön in die Kamera gelächelt für mich. Fand ich auch toll. Ja. Also, die Kameras hier drauf sind echt der Wahnsinn. Die sind so geil. Und Samsung kackt da halt auch voll gegen ab, finde ich. Weil die haben so viele Optionen hier bei dem Handy. Okay, ich muss aber auch sagen, ich bin nur an die Samsung-Kameras gewöhnt von deren faltbaren Handys. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie es beim S22 Ultra ist, weil ich das nicht in Nutzung hatte. Kann sein, dass das ähnlich geil ist oder genauso geil ist, weiß ich nicht. Das hier ist für mich jedenfalls das Nonplusultra. Das ist das beste faltbare Handy, was es auf dem Markt tatsächlich gibt. Das Außendisplay kann man so nutzen wie ein ganz normales Handy, weil es halt so viel breiter ist als beim Samsung. Und das ist halt auch so cool dabei, ne? Ich kann jetzt mal hier ein Video starten, damit ihr mal die Soundqualität so ein bisschen mitbekommt. Also gut, ist vielleicht nicht das beste Video, um die Soundqualität zu präsentieren. Aber das ist wirklich extrem, schon fast auf einem, ich weiß gar nicht, Fernseher-Level oder Kino-Level, keine Ahnung, aber die Soundqualität ist extrem gut hier drauf. Also ich bin so unglaublich begeistert davon. Die Haltbarkeit hiervon, ich würde sie mal als gut einschätzen. Also das Scharnier scheint mir sehr, sehr stabil zu sein. Und ich denke auch nicht, dass das in nächster Zeit irgendwie Schwächen zeigen wird. Aber ganz ehrlich, das war bei keinem faltbaren Handy, was ich in Nutzung hatte, der Fall. Also ich habe noch nie irgendwie Schwäche mit dem Scharnier mitbekommen. Das hat alles immer wunderbar funktioniert. Also ich glaube, diese Sorgen sind größtenteils unbegründet, weil die schon echt gut gebaut sind, diese Scharniere. Und es ist auch immer noch genauso stabil wie davor. Also wie als ich das bekommen habe. Also ich würde sagen, das ist immer noch genauso gut wie vorher und es wird auch, denke ich, ziemlich, ziemlich lang so bleiben. Probleme mit dem Handy hatte ich jetzt eigentlich nicht. Hatte ich eigentlich tatsächlich gar nicht. Oder? Hatte ich? Ich glaube nicht. Also ich glaube wirklich, mir ist jetzt nichts aufgefallen, was irgendwie schlecht ist bei dem Handy. Tatsächlich. Tatsächlich nicht. Also gut, die Lederrückseite hinten ist vielleicht ein bisschen anfällig für, keine Ahnung, was Schmutz oder so, weiß ich nicht. Aber weil ich es in meiner Hülle getragen habe, wenn ich rausgegangen bin, das kann ich jetzt leider nicht beantworten. Also zum Glück nicht beantworten, weil es wäre natürlich kacke, wenn dieses teure Handy hier hinten kaputt geht mit der Lederrückseite. Aber gut. Also Probleme fallen mir tatsächlich wirklich gar nicht ein. Wenn doch, mache ich ja nochmal ein Nachtragvideo zum Negativen bei dem Handy. Aber tatsächlich bisher, 3 Wochen nach der Nutzung, nachdem es angekommen ist, keine Probleme. Funktioniert super. Auch Internetprobleme oder so habe ich überhaupt nicht. Das ist ja ein chinesisches Handy, das importiert wurde. Und ich habe hier absolut keine Probleme drauf, was das Internet angeht oder irgendwas. Es funktioniert alles wunderbar. Bei Mikrofon war es am Anfang komisch. Da hatte ich ein kurzes Problem am Anfang. Wenn ich Sprachnachrichten auf WhatsApp gesendet habe, wurde mein Mikrofon irgendwie, es hat meine Stimme extrem schlecht erkannt und da war ich übelst leise am Anfang. Mittlerweile ist das nicht mehr so, keine Ahnung, was das war. Mittlerweile ist es jedenfalls nicht mehr so und darauf kommt es an, also keine Ahnung, was da los war. Ich komme jetzt mal hier zum hinteren Feature. Und zwar habe ich das drauf gemacht. Das ist so ein, das ist für MagSafe, was ja eigentlich nur iPhones haben. Ich denke, das werden die meisten auch kennen. Gibt es halt so Metallringe, die man hier draufkleben kann. Die habe ich hier draufgeklebt auf die Hülle, so dass ich halt dieses MagSafe-Feature auch habe, weil es hat natürlich auch Wireless Charging und sowas. Und ich habe mir dafür jetzt mal 3 Sachen gekauft. Einmal so eine Powerbank von Anker und habe hier auch noch so einen Kickstand drauf gemacht, dass der einfach so einen Kickstand hat. Und die kann ich hier drauf machen. Die hält auch richtig gut. Natürlich, bei einem faltbaren Handy macht es das übelst fett, ne? Aber
trotzdem geiles Feature, dass man das hat, ist allein schon übelst cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Das lädt jetzt hier oben nicht, einfach weil die aus ist. Ich mach die mal an. Ich glaube, die ist aufgeladen. Ja. Und da sieht man auch schon, die lädt. Das ist ziemlich cool. Die ist aber auch ziemlich dick. Ich habe noch eine andere von Anker und die finde ich tatsächlich geiler. Die ist etwas dünner. Und die hält auch irgendwie besser. Keine Ahnung, die rutscht nicht so stark wie die hier, finde ich. Aber was hier halt cool ist bei der, also das lädt hier auch, sieht man. Ah, hier, ja. Was cool ist bei der ist halt, dass sie dieses Kickstand-Feature hat. Dass man das dann so aufstellen kann. Oder halt, dass man die drehen kann. Und das Handy dann so aufstellen kann. So geht es natürlich auch. Also das ist schon ein ziemlich cooles Feature, muss man sagen. Was ich noch habe, ist das hier. Da habe ich zwei Karten drin. Von meine Bahnkarte für die Deutsche Bahn habe ich hier drin. Und das hat halt auch so ein Kickstand-Feature. Und deswegen, also das ist schon ziemlich cool. Also das habe ich eigentlich immer auf der Rückseite mit dabei. Einfach weil die Karten drin sind. Und die Powerbanks habe ich halt auch in der Tasche dabei. Dass ich die immer einsetzen kann, sollte das mal leer gehen unterwegs. Und das ist schon ein ziemlich gutes Setup, finde ich. Ja. Und ganz ehrlich, ich bin mir nicht mehr sicher, was ich hier noch sagen kann zu dem Handy. Es ist übelst gut. Wirklich, das kann ich jedem empfehlen. Vor allem für das, was es bietet. Das ist richtig geil. Richtig gutes Ding. Gut, okay, dann würde ich sagen, das war es auch schon mit meinem Review nach 3 Wochen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dann.